Liebe Damen und Herren, Sie können jetzt noch Fragen stellen an unsere Nachmittagsgruppe quasi. Wir haben jetzt sehr viel Einblick, verschiedene Beispiele, ganz schönen, glaube ich, Einblick und auch ganz, ganz gute Ideen, was man eigentlich alles machen könnte, bekommen. Wenn Sie Fragen haben, ist jetzt gute Gelegenheit, diese zu stellen. Ich darf das Eis brechen. Gratulation an alle Vortragenden, an den Klaus Bauernfeind. Du hast ja wirklich sehr emotional gesprochen. Eine Frage an dich, aber auch an den Michael Kerschbaumer. Ist bei euren Projekten der Tourismusverband, ich meine jetzt nicht die Hotellerie, sondern die Tourismusorganisation, in irgendeiner Form dabei? Helfen wir euch die? In der Bioregion Müffiedl sitzt tatsächlich der Müffiedl-Tourismus im Vorstand, wobei Oberösterreich-Tourismus ist in einer ganz einer großen Umbauphase momentan und Müffiedl-Tourismus, da fehlen uns teilweise sogar die Ansprechpartner, ist aber fast wie als Bauer, ist mehr frisch gekocht, die Felder gewohnt und das ist die beste Zeit zum Aussehen. Weil dort geht was auf und in der Situation befinden wir uns eher gerade jetzt. Gastronomie funktioniert durchaus schon, also unser Lokal, ich habe gerade erst einen Stern gekriegt, Bewertung von einer Dame, weil sie war dreimal da und hat dreimal keinen Platz gekriegt. Den einen Stern, den lasse ich gern drinnen bei mir in den Bewertungen. Und die Gäste sprechen zu, der Tourismus spricht dem zu, wie die Strukturen sich weiterentwickeln. Ich hoffe, gut, aber wenn wir erfolgreich sind, dann werden auch die Strukturen uns positiv gegenüberstehen. Also bei mir, ich habe gesagt, wir sind ja heute unter uns. Der Tourismusverband in der Gemeinde war natürlich total begeistert, dass wir sowas machen. Haben wir doch im ersten Jahr, habe ich schon gesagt, 60.000, 70.000 Leute gehabt in der Schaukäserei. Generell, wenn man jetzt die Region sieht, ist es schon noch so, dass ich denke, da steht man sich oft schon noch ganz schön im Weg. Man muss sich vorstellen, wir haben zwei Regionen, Bad Kleinkirchen, Nockberg ist eine Region und der Mühlstätter See ist aber Luftlinie 5 Kilometer. Und wenn ich das Beispiel, und das bringe ich natürlich immer, sage, bei uns in Kärnten kann heute ein Urlaubsgast auf den Hexenberg Österreichs blicken und die Pasterzen anschauen. Ein paar Stunden später schwimmt er am Wörthersee und nachher ist er am Abend bei einem Galadiner im Lavantal und kostet den Kärntner Wein, der immer interessanter wird. Dann sehe ich eigentlich da keinen Bedarf, dass man über die Regionen diskutiert. Da gibt es Geschichten, da könnt ihr einen ganzen Nachmittag füllen. Es ist schon so, dass uns der übergeordnete Tourismusverband gedrängt hat, eine Alm zu machen herunten. Also die Alm im Tal, genau das, was wir nicht machen wollten. Die Leute eben nicht anschwindeln, sondern die Alm ist auf der Alm. Und im Tal haben wir einfach andere Gesetzmäßigkeiten. Das haben wir dann nicht gemacht und sind international und national mit einigen Baupreisen, also Landesbaupreis, Holzbaupreis, zweiter Platz bei Constructive Alps, ausgezeichnet waren, weil wir eben nicht irgendeine Show gemacht haben, sondern weil wir das so gebaut haben, wie es, glaube ich, gehört. Dankeschön. Ist noch eine Frage? Bitte. Bei Kaslaben würde mich interessieren, was zahlt ihr den Milchbauern für einen Milchpreis? Aha, da ist ein Bayern da, gell? Das ist bei den Führungen auch immer ganz interessant. Die brennen schon drauf und sagen, was ist der Milchpreis? Also grundsätzlich ist es so, dass in Österreich für Bio-Heumilch in etwa zwischen 55 und 58 Cent brutto im Moment für einen Liter Milch ausbezahlt wird. Bei uns ist es so, wir haben eine Abhofabholung, das heißt, das war unseren, ihr müsst euch das so vorstellen, eine Genossenschaftsversammlung ist so, da sitzt wirklich jeder Bauer auf einem Tisch, da schieben wir zwei Tische zusammen und dann haben wir eine Vollversammlung. Das heißt, wir sind eine kleine Einheit, die sehr manövrierfähig ist. Der Leopold Kahr hat gesagt, small is beautiful, das fällt mir dann da in dem Zusammenhang dann immer wieder ein. Es ist so, die Bauern haben gefordert, dass wir eine Abhofabholung haben. Das heißt, sie wollten nicht die Milch ins Tal runterführen oder irgendwo hinstellen, weil da müssen sie halt wieder um 10 Uhr Nachmittag von der Wiesen weg oder vom Wald weg. Und da führt sie gerne einen Neusend ab. Das heißt, sie kriegen im Prinzip die 58, 59 Cent brutto. Ich ziehe gerne einen Neusend ab, also ausbezahlt, weil wir Qualitätsmilch, also qualitätsbezogene Abholung haben oder Milchpreisauszahlung haben zwischen 51, 52 Cent brutto, was man für einen Liter Milch kriegt. Bei der Ziegenmilch sind wir schon deutlich besser. Also ich glaube, da sind wir österreichweit ziemlich gut dabei. Zwischen 85 und 90 Cent brutto. Danke, Thomas, bitte.
Ja, also man spürt ganz deutlich die Innovationskraft, die von euch allen ausgeht, entweder von euch selber oder sogar von ganzen Generationen, wie man das auch im Tirolerischen sieht. Jetzt ist es so, Touristica, wenn ihr euch erinnert, an meine Karte am Vormittag, da sind 90.000 Menschen drinnen, die vielleicht eine Innovation hervorbringen könnten. Sagen wir, einer von 1.000, in dem brennt das Feuer so stark, dass er es tatsächlich zu einem Unternehmen schafft oder zu einer Unternehmung, das wären 900. Was müssen wir tun? Welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, dass wir diese Menschen aus der Masse herausbekommen und dass sie einen Weg beginnen können? Wer traut sich da drüber? Wir haben bei uns in der Bioregion Mühlviertel ein paar Leute gehabt, die haben immer anders gedacht. Und wir haben extra gedacht, wie gehen wir mit den Leuten um, die anders denken, weil die sind lästig. Die sitzen in der Vollversammlung und sagen, hey, das ist immer dumm, machen wir mal was. Oder die haben immer ein wenig quertrieben und dann haben wir die ausgelagert in unsere Perspektivengruppen. Mittlerweile ist die Perspektivengruppe unser Think Tank und dort geht wirklich was weiter. Wir haben uns einfach ganz gewaltig geteischt. Wir haben unsere Störenfriede, sind unsere Hauptakteure. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Störenfriedkultur entwickeln. Mhm. Dankeschön. Wenn im Publikum keine Fragen mehr sind, dann hätte ich noch ganz eine kurze Frage an Manfred Grösswang. Wir haben ja heute gehört, wie es bei dir im Unternehmen ausschaut. Mich würde jetzt noch ganz kurz interessieren und auch vielleicht an unsere zwei Hotelbetriebe. Ist es so, dass wirklich dann so viel österreichische Ware eingekauft wird oder ist doch ein bisschen mehr Internationalität dabei bei den Konkurrenten oder Mitbewerbern? Und bei dir nicht? Generell das zu sagen ist jetzt schwierig. Also im Verhältnis haben wir zum Beispiel als Firma Grösswang deutlich mehr österreichische Lebensmittel als die Mitbewerber, weil wir halt von Österreich sind und diesen Fokus vor einigen Jahren getroffen haben, aber auch damit wir uns differenzieren. Haben wir heute schon gehört, man muss irgendwas anders machen, wenn man alles so macht wie alle, dann kann man sich nur über den Preis differenzieren. Und deswegen haben wir da einen kleinen Fokus. Generell habe ich es heute schon mal gesagt, merkt man seit 3, 4, 5 Jahren in der normalen Gastronomie, dass der Trend hingeht zur Regionalität. Und seit einem halben Jahr, würde ich sagen, in der Gemeinschaftsverpflegung, was dann eigentlich nur ein riesiger Bereich ist, der fast gar nicht angetastet wird, dass da jetzt langsam die Budgets freigegeben werden, dass die Küche ein bisschen mehr Geld kriegen, dass die auch Österreich einkaufen können. Also ich glaube, langsam können die Bauern wieder beginnen, Ställe zu bauen, gerade was Butter betrifft, weil ich behaupte mal, das wird deutlich mehr werden wie in Zukunft. Und die Konkurrenz quasi oder die Mitbewerber in Österreich, die schätzt ähnlich ein, eine ähnliche Tendenz wie bei euch im Haus? Na, im Verhältnis werden wir aktuell mehr österreichische Lebensmittel verkaufen als internationale. Man hat ja gesehen, bei manchen Statistiken, da verkaufen wir nur Österreich, aber es gibt ja deutsche Ware, EU-Ware und so weiter auch. Aber irgendwo checken das schon alle, den Trend. Ja. Also auch die internationalen Mitbewerber versuchen dann auf Österreich zu machen. Metro wurde genannt, das ist halt garantiert kein österreichischer Konzern. Aber natürlich versuchen die dann genauso Initiativen zu starten und ich glaube, von dem profitieren dann auch alle. Wenn wir schon über Mitbewerber reden, AGM hat zum Beispiel 21 Großmärkte, die dann versuchen, regional über eigene Platzierungen im CNC-Markt zu machen für regionale Produzenten, was vielleicht dann auch eine Chance ist für kleinere Produzenten, dass man dann in Vorarlberg in ein Regal kommt. Also da gibt es schon vor allem Wasser und ja, der Trend ist unübersehbar und die anderen bemühen sich leider auch. Ja, ja, sehr gut. Nilla, bitte. Darf ich da zu diesem Thema was dazu sagen? Und zwar, ich glaube, dass gerade in der Kommunikation zwischen dem Handel und der Gastronomie oder der Hotellerie viele neue Wege begangen werden müssten. Wenn ich mir den Außendienst anschaue, egal bei welchem Handel jetzt, dann geht der mit so einem Rucksack von einem Portfolio durch die Gegend und hat eigentlich kein Wissen und Gespür für das Produkt, kann auch nicht, geht nicht. Und ich denke, wenn man auch im Handel das Thema der Regionalisierung ernst nimmt, dann wird man auch da in die Ausbildung der Mitarbeiter, egal in welche Richtung die geht, eine Offensive starten müssen. Weil im C&C-Handel ist es das Gleiche. Es ist löblich, wenn Spar und Billa oder wer auch immer es ist, ihre Regionalecken machen
aber geh hin zur Theke und sprich einen Mitarbeiter darauf an, es kennt sich keiner aus. Und das ist schade und da sehe ich persönlich eine Riesenchance drinnen, auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Da muss ich fast was sagen, weil da muss ich uns ein bisschen selber loben, wenn man schon mal so den Ball zugespielt bekommt. Wir machen zum Beispiel dreimal im Jahr große Veranstaltungen mit den Vertriebsmitarbeitern. Da war beim letzten Mal die Frauengruppe Andrea, die ist leider auch in der Pause gegangen, ist die Geschäftsführerin von der österreichischen Geflügelgenossenschaft, dort ist Referentin. Beim nächsten Meeting sind wir bei der Firma Eisvogel in Mollen, Naturschutzgebiet, wo die Mitarbeiter von uns das wirklich hautnah miterleben. Oder letztes Jahr waren wir bei der Firma Wech und haben uns dort die Produktion angesehen. Geht halt, wenn wir wirklich so fokussiert sind in dem Bereich. Das ist der Vorteil, wenn man nicht ganz groß ist, sondern ein bisschen in der Mitte, dann ist sowas noch möglich. Aber darum, ich bin ganz bei Ihnen, wenn meine Mitarbeiter die Geschichte nicht erzählen können, dann zieht oft der billigste Preis. Das heißt, man muss ein bisschen mehr erzählen. Willst du auch noch was sagen, Elisabeth? Ich kann es vielleicht von einer anderen Seite ein bisschen beleuchten, was jetzt in unserem Betrieb, was wir in unserem Betrieb gemerkt haben, ist, weil es eben auch gerade geht, eben, ist, wie viel Lebensmittel kriegen wir eben, wie viel Kari kommt da aus Österreich. Wo ich vorher gesprochen habe, auch gesagt habe, merken wir halt auch den Trend von den Gästen, weil es liegt nicht nur am Unternehmer selber. Bei uns ist es ganz krass gewesen, die Beobachtung zu machen. Vor Jahren, wir produzieren ja den Käse und die Butter und schon lang selber, also das machen wir ja nicht erst seit ein paar Jahren. Und man hat gemerkt, die Gäste haben das nicht gefunden, dass das am Buffet ist und ja, aber ich möchte trotzdem meine magere Margarine haben, also damit ich nicht dick werde sozusagen, also der Gast, der Fünf-Sterne-Gast, sag jetzt mal zugespitzt. Und jetzt hat sich das aber gewendet und deshalb entwickelt sich auch der Trend, dass die Gäste, wir haben das vorher gehabt, aber die Gäste haben da gar nicht so drauf geachtet und jetzt entwickelt sich halt das auch in die Richtung und dementsprechend denken wir ja auch in die Richtung um. Wir haben zum Beispiel vor, weil wir eben im Fünf-Sterne-Segment unterwegs sind, da haben die Gäste sehr wohl schon gesagt, ja, wir möchten unser Ananas, wir möchten unsere Melone. Mittlerweile hat sich das verändert und dementsprechend verändert sich auch die Entwicklung, wo man die Ware, dass man regional und aus Österreich Ware beziehen kann. Dankeschön. Im Publikum ist jetzt noch eine Frage aufgetaucht, die wir mit mal kurz da erinnern. Auch wenn ich noch nicht Bäuerin bin, möchte ich trotzdem noch einmal was zu den Produzentenpreisen sagen. Regionalität braucht regionale Landwirtschaft, davon bin ich überzeugt. Und die Frage ist, wie kann man den Produzentenpreis nämlich für den Bauern sichern? Der regionale Produzent hat keinen Weltmarktpreis. Und wenn ich mir das zum Beispiel im Schweinefleischbereich anschaue, wo sie eindrucksvoll gezeigt haben, dass wir ja gut versorgt sind österreichisch, aber wenn man weiß, wie die Schweinepreise sich quasi immer ändern und wo wir momentan zum Beispiel sind, oder wenn ich den Obstbau hernehme als Oststeirerin, der oststeirische Apfel hat nach zwei schlimmen Jahren heuer endlich ein gutes Jahr, dann kriegt der Obstbauer erklärt, dass er quasi, weil ja die Menge so groß ist, jetzt muss der Preis hinunter, ich kann da nicht mit 13 Cent, dass er in einem Jahr vielleicht Sold kriegt, irgendwie erwarten, dass ein junger Obstbauer mit Freude in diese Branche einsteigt. Und da glaube ich einfach, ich habe keine Lösung, aber das würde mich interessieren, was tun wir, um hier endlich einen Schritt weiterzukommen? Wer? Möchtest du mal starten, bitte? Ja, also ich glaube, ich habe da schon eine relativ klare Meinung inzwischen, nach dem, was wir uns jetzt so angeschaut haben von Landschaft Leben, haben wir ja wirklich die Frage schon gestellt, es kann doch nicht sein, egal was wir produzieren in der Landwirtschaft, irgendwo haben wir immer die Krise und immer ein Problem. Und das kommt einfach daher, wenn wir das Gleiche produzieren wie international, dann haben wir aufgrund unserer Standards, aufgrund unserer ja, Standortsituation, das heißt klimatische Bedingungen, geografische Voraussetzungen, aber auch soziale Voraussetzungen in Österreich die Situation, dass wir nie um den Preis mitproduzieren können. Das heißt, wenn wir, jetzt kommen wir zu den Äpfel, genau die gleichen Äpfel produzieren wie die Polen, dann haben wir in der Sekunde das Rennen verloren. Das heißt, man muss dann in Österreich auf Differenzierung setzen, man muss auf andere Sorten setzen, man muss den Konsumenten vielleicht da wieder daran gewöhnen,
Und da hat mir das ganz gut gefallen, was auch der Helmut gesagt hat, man muss halt selber das authentisch vorleben. Und da ist die Landwirtschaft enorm gefordert. Das heißt, die Märkte haben sich völlig gedreht, das hat heute auch schon einer gesagt. Innerhalb der letzten Jahre ist eine Beschleunigung da, die ist unglaublich. Und wir müssen uns einfach in allen Bereichen überlegen, wie können wir vom internationalen Markt abheben. Alles, was standardisiert ist, alles, was wir gleich machen, wie beim Schwein. Unser Schwein wird genau gleich produziert wie in Rest Europa. Unsere Schweine stehen am gleichen Spaltenboden wie in Spanien, wie in Dänemark, wie in Polen, wie überall. Dann kriegen wir auch nur genau den Preis, als wir überall. Das ist jetzt so. Also, wir sind am freien Markt, da wird uns niemand mehr helfen. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Und das gilt für alle Produktionsbereiche. Das heißt, wenn ich einen höheren Preis haben möchte, wie den Weltmarktpreis, muss ich mich unterscheiden. Und dann muss natürlich noch eins gelingen, dass ich das so mit allen Partnern, mit dem Handel, mit allem, was da beteiligt sind, durchsetze und auch selber so lebe, dass der Konsument sagt, passt, da gehe ich mit. Mir hat das gestern gut gefallen in der Diskussion mit Herrn Bauer, wo er gesagt hat, es gibt für alles einen Markt. Und jede Region kann sich positionieren und jedes Hotel wird seinen Gast finden. Wenn ich auf billig mache, werde ich einen billigen Gast kriegen. Wenn ich mir als Region sage, ich will auf Masse setzen, dann werde ich die Massen der Leute kriegen, aber vielleicht billig. Und genauso ist es mit der Landwirtschaft. Ich kriege den Kunden für den, was ich die Lebensmittel produziere. Und ich habe halt festgestellt, oder wir von Landschaft leben, dass es in Österreich in der Landwirtschaft keine Positionierung gegeben hat. Man hat geglaubt, man kann international mit. Man hat gesagt, man setzt vielleicht sogar auf Masse. Ja, ich habe das bis vor ein, zwei Jahren erklärt, offiziell von der Bauernvertretung. Wir müssen für Afrika produzieren. Das ist nach wie vor gesagt worden, bis voriges Jahr. Solange wir in Österreich, dass da einer glaubt, dass wir eine Aufgabe haben, irgendwo Afrika zu ernähren, dann hat er den ganzen Markt nicht verstanden. Wir haben eine einzige Aufgabe, hochwertigste Lebensmittel zu produzieren, die gut zu vermarkten und dann haben wir auch hundertprozentig unsere Chance. Aber solange dass wir so dumm schwimmen, noch nicht uns entscheiden, sind wir jetzt für die Masse zuständig oder für eine gewisse Zielgruppe, solange werden wir uns im Niemandsland wiederfinden. Danke, Hannes. Und ich darf es ganz einfach aus der Sicht des Händlers noch beantworten und die Antwort lautet für mich, der Markt funktioniert auch in Österreich und wenn Landschaft Leben mit den Partnern das schafft, die Wertigkeit von österreichischen Produkten zu heben, wird es so sein, dass die Firma Wech irgendwann kommt zu mir und sagt, Herr Grösswang, wir haben euch jetzt gar nicht mehr genug Händel, wir brauchen neue Händelbauern, aber die stellen nur Händel ein, wenn wir einer mehr zahlen. Also seid ihr bereit, dass ihr 5% mehr zahlt dafür, dann werden wir sagen, wenn es uns abgekauft wird, ich habe kein Problem damit, weil der Markt braucht es eh. Also als Händler hast du nie ein Problem, dass du mehr zahlst, wenn die nächste Stufe auch bereit ist, das zu zahlen. Das heißt, wenn wir das propagieren, dass österreichische Lebensmittel eine Wertigkeit haben, wird mittelfristig auch der Preis dementsprechend steigen. Selbst bei Schweindl, wenn es ähnlich produziert sind, weil auch das sieht man da, dass selbst dort jetzt schon 15% Preisunterschied ganz gut funktionieren, weil man über Emotionen, über Bauchgefühl auch noch viel verkaufen kann. Dankeschön. Eine letzte Frage aus dem Publikum. Zwei letzte Fragen. Okay. Mein Name ist Thomas Kreisberger und ich hätte zwei Fragen. Einmal an Elisabeth Hauser-Beinz eben vom Stanglwirt, weil wir haben über das Thema Authentizität geredet. Und Sie haben vorher gesagt, okay, ihr habt 24 Kühe und verwendet 100% eurer Produkte am Hof. Nur meine Frage, reichen diese Produkte für 160.000 Ächtigungen? Und wenn nicht, woher kommen die restlichen Produkte? Also das ist eine sehr gute Frage. Also wir, ich muss anders sagen, unsere Milch, die was wir produzieren, verbrauchen wir 100% im Betrieb. Das reicht aber nicht aus, das ist korrekt für alle Gäste. Wir arbeiten sehr stark mit Bergbauern zusammen. Ich weiß nicht, ob das da jemand sagt. Das ist eben auch eine, wie sagt man, Genossenschaft eigentlich an Biobauern aus der Region. Mit denen arbeiten wir zusammen eben sehr gut und wie gesagt, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Produkt neben regional und bio arbeiten. Okay, Dankeschön. Und die zweite Frage wäre eben an Michael Kirschbaumer von Kaslaben. Zum Thema Authentizität. Wenn jetzt die Reisebusse kommen von überall, wie das vorher angesprochen worden ist, wie nimmt das die lokale Bevölkerung auf? Sagen die her, das ist eigentlich eh eine reine Touristenkaserei, wenn da die Reisebusse zuerfahren? Oder geht der hin und sagt, hey, das ist eine coole Sache, ich kaufe da trotzdem noch einen, auch wenn da jetzt der Asiat neben mir Kass testen tut?
Ja, also ich glaube, ich kriege natürlich nicht alles mit, was die Bevölkerung redet, weil die besprechen das dann meistens, was negativ ist, nicht mit mir. Aber ich hätte wirklich nicht ein einziges Mal irgendwas in die Richtung gehört, dass wir da irgendwie eine Touristenfalle sind oder überhaupt. Es wird extremst positiv für den Ort gesehen. Man muss dazu sagen, wir arbeiten da mit ein paar Betrieben zusammen. Das heißt, der geht ja jetzt nicht in die Kaslam und schaut sich die Käserei an, sondern der geht Mittagessen. Wir versuchen da immer wieder Pakete zu schnüren mit Gastronomiebetrieben im Ort, die vielleicht jetzt noch nicht so regional denken oder nachhaltig, aber wo man sagen, schau, da braucht man ein Bockhändl, ein Angebot, da hätte man einen Reisebus. Also wir versuchen da die Synergien zu nutzen und die Busse einfach im Ort einfach zu binden, und das macht auch keinen Verkehrsstau oder sonst was. Also ganz im Gegenteil, die Leute sagen einfach, es ist total viel los bei euch, gefällt mir, dass es so gut geht, also das ist nicht das Thema. Darf ich noch eine kurze Sache noch sagen zu der Frage hin zum Preis? Gell? Ich möchte eins auch noch sagen, also was mich überrascht hat, die Produkte, unsere Käse, die sind nochmal vielfaches teurer wie im Bregenzer Wald, weil wir einfach extrem hohe Transportkosten haben, also die 10 Cent pro Kilogramm, was wir heute gehört haben, für Fleisch von Südamerika, das schaffe ich nicht, gell, im regionalen Kreislauf, um 10 Cent die Milch einzuholen, das muss man sich einmal vorstellen. Und darum sind wir einfach um ein Vielfaches teurer, wie zum Beispiel Bio-Heumilch, Bregenzer Wälder, Bergkäse. Ich möchte gar nicht sagen, dass meiner besser ist, die haben super Produkte, aber das ist nicht Thema bei den Leuten. Aber was ich immer wieder gehört habe, ist, dass unser Lohn eher teurer ist. Also dass die Leute schon gesagt haben, die Produkte bei euch sind teurer, aber nicht unser Käse. Das ist ganz witzig, die differenzieren das da, ob ich von einem anderen Betrieb einen Joghurt verkaufe, von einem anderen Betrieb oder unseren Käse. Das ist das eine. Und das zweite, es ist bei unseren Bauern nicht unbedingt der Milchpreis das Zentrale. Das ist wichtig, das müssen wir weiterentwickeln. Ich darf ihnen viel lieber mehr zahlen. Vielleicht noch, ich glaube, dass jeder Liter Milch in Österreich 60 Cent braucht, brutto. Und dann Top-Ups braucht es, damit man im Biobereich heimisch oder sonst da im hat. Nur damit ihr wisst, was meine Einschätzung ist. Und darum darf ich ihnen wirklich gern mehr zahlen. Aber ich habe einfach gemerkt, wir haben zum Beispiel für unsere Genossenschaftsmitglieder, da muss jeder mal einen Samstagsdienst machen für die Bauern hinter der Decke, aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weil der Kunde Fragen hat an den Bauer, damit der Bauer sieht, was das für Umfang ist eigentlich, wie das da läuft, damit er mithilft, dass man ein bisschen die Lohnkosten sparen, dass er ein bisschen einen Einblick kriegt, wie viel Arbeit das ist. Es regen sich zwar unsere Mitarbeiterinnen ein bisschen auf, als sie im Weg stehen, aber das ist für mich ganz zentral. Und den stützt die Ganzelhaut auf, wenn da heute eine Frau oder Konsumentin oder Konsument reinkommt und sagt, du bist was, ihr habt einfach den besten Käse, weil sein Milch da drinnen ist. Und das ist die Identifizierung und die Authentizität, was ein Projekt da braucht. Und das macht ganz, ganz viel vom Milchpreis aus, dass der Bauer weiß, okay, die Milch geht jetzt zu 100% da rein, die bemühen sie, und ich kriege noch ein Lob für die Kunden, weil einer der Käse einfach gut schmeckt. Und das gehört zur Preisgestaltung einfach auch dazu, dass man sich mit dem Projekt einfach identifizieren kann. Dankeschön. Da vorne haben wir jetzt noch eine Frage, bitte. Ja. Von meiner Seite nur so zur Positionierung eine allgemeine Beobachtung. Bei uns, bei Urlaub am Bauernhof, die besten, stärksten Betriebe haben wir in die schlechtesten Regionen oder am schlechtesten Platz. Güter bis auf den Stangl wird da neben der Straße, da sind alle anderen Wirtshäuser eingegangen. Heute schaut es ja toll aus, aber damals haben wir gedacht, das gibt es nicht. Neben der Hauptstraße funktioniert ein Ferienhotel normalerweise nicht. Und wir haben auch die tollsten Betriebe, ich weiß nicht, Müllviertel, Schaffelhof oder sowas, die haben wir nicht in Kitzbühel. Also die müssen einfach jeden Tag raffen und kämpfen, dass es läuft und es bewährt sich. Und eine Frage hätte ich an die Elisabeth Hauser-Benz. Spannend ist immer das bisschen das Negative. Wie geht es, dass man die nachmittags außen anschafft und alle anderen schaffen es aber, machen es neu sozusagen. Die anderen machen euch nach, dass sie das machen. Sagt ihr dann eure Gäste, das ist die neue Kargheit jetzt. Zahlt es um 5 Euro mehr, dafür kriegst du nichts mehr zu essen, oder? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Und nur eine konkrete Frage hätte ich, wenn die Mama oder wer immer geht dann, ich habe ja 400 Leute, wenn ich richtig rechne habe, so im Haus, wenn die auf die Alm geht, wie geht das
Genau. Also es sind sehr gute Fragen. Also die Nachmittagsjause habe ich bewusst angesprochen, weil das war jetzt wirklich auch heute noch eine Riesenherausforderung, das aus den Köpfen ein bisschen herauszubekommen, weil eben dieses All-Inclusive-Denken auch bei uns in der Wellness-Hotellerie ein Riesenthema ist. Und wir da aufgrund dessen, dass wir da so überzeugt sind, dass das nicht mehr zu unserem Konzept passt, geht das auch, und eben in die Schulung der Mitarbeiter, geht das auch, dass wir wirklich sagen, okay, wir haben komplett die Preisstruktur verändert beim Stanglwirt. Es gibt bei uns nur noch Zimmer mit Frühstück, weil wir sagen, der Gast hat selber die Entscheidung, soll frei entscheiden, wo er essen geht. Ob er um 16 Uhr, er kriegt bei uns alles beim Stanglwirt. Er kriegt um 16 Uhr genauso sein Schnitzel, aber genauso sein mageren Salat bei der Show Küche. Und das war uns so wichtig. Es geht da nicht um das, dass er bei uns verhungert, ganz im Gegenteil. Wir haben ein großes kulinarisches Angebot, aber es ist bei uns so weit gekommen, dass wir uns gegenseitig, also die Restaurants untereinander, sich gegenseitig das Geschäft kaputt gemacht haben. Also es ist so gewesen, dass wir eben aufgrund der hohen Zimmeranzahl und viele Gäste im Haus gekommen sind, die haben wirklich Massen auf die Teller aufgeladen, um 14 Uhr, um 16 Uhr sind sie nur mal gegangen und damit sie nur mal das Reinessen sozusagen und dann um 18 Uhr, 19 Uhr die Köche, die was wir jetzt eh nicht mehr kriegen, die was wirklich das Handwerk erlernt haben, die sagen, da kommt kein Gast mehr und isst mir 6-Gänge-Menü, weil der sich zuerst einmal 2 Stunden lang die Pommes und die Würstel reingekaut hat. Und von dem, Entschuldigung, das ist ein sehr emotionales Thema, und deshalb haben wir gesagt, wir wollen das nicht mehr, das passt zum Stanglwirt nicht, wir wollen Qualität auf den Teller bringen, wir wollen da eben, wir haben die Gäste, die was auch sagen, wir haben auch das Gegenteil gehabt. Wir haben auch Gäste gehabt, die haben gesagt, was ist das da? Also das passt überhaupt nicht zu euch. Und deshalb haben wir da ganz klar einen Cut gemacht. Und ich bin auch der Meinung, und das geht auch in die Richtung, dass wenn einer einen frischen, gesunden Salat will, dann hat er auch die Möglichkeit, 10 Euro dafür zu bezahlen. Und deshalb haben wir die Preisstruktur komplett verändert. Der Gast hat jetzt die Möglichkeit, natürlich Frühstücksbuffet inklusive, aber danach hat wirklich der Gast die Möglichkeit, dahin zu gehen, wo er will. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir natürlich ein bisschen vielfältiges kulinarisches Angebot haben. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, also wir haben auch immer noch Gäste, die was das nicht verstehen und uns auch vergleichen mit anderen Betrieben, aber wir haben, es geht da um Kommunikation, es geht um Erklärung gegenüber einem Gast. Es hat wirklich einige Argumente, warum wir davon weggegangen sind, eben die ganzen Speisereste, also mir ist regelrecht schlecht geworden jeden Tag, wenn man in die Biotonne reingeschaut hat. Also wir sind eben von den Buffets immer weiter weggegangen und bieten das nicht mehr so oft an, wie wir es früher gemacht haben. Und das ist unser Gedanke, da stehen wir dahinter. Und wenn man dahinter steht, nachher kann man es auch irgendwie am Gast irgendwann glaubhaft umbringen. Zur zweiten Frage, wir gehen nicht mit 400 Leuten auf die Alm, das geht sich nicht aus. Das geht nach Anmeldung tatsächlich. Und die Alm ist nicht bewirtschaftet, ja, also wir schenken dort nicht aus, aber selbstverständlich haben unsere Gäste auch unabhängig von der Mutter, sie gehen halt gern mit der Mama mit, weil es halt wirklich was Spezielles ist, wenn die Mama selber aufgeht. Aber sie können auch, die Gäste haben natürlich die Möglichkeit, dass sie sonst auch aufgehen. Und der Kaser ist jeden Tag oben im Sommer, auch der Bruder kann kasen, der tut auch selber kasen. Und natürlich haben dann die Gäste auch individuell die Möglichkeit, die Alm zu besuchen. Wir haben am Feuerberg, erstens müssen wir gratulieren zum System, weil in unseren Köpfen schwirrt das System auch schon herum und wir haben uns schon intensivst, wir haben uns schon seit einiger Zeit intensivst damit beschäftigt. Aber ich kann vielleicht noch was dazu sagen, wir haben ein Sommer- und Wintersystem. Im Winter haben wir das nicht inkludiert und im Sommer haben wir es inkludiert, ja, weil es einfach unterschiedliche Zielgruppen sind. Im Sommer haben wir mehr Ferienzeiten und durch die Vielzahl der Kinder, weil es ja ein Doppelkonzept ist, ist es noch geblieben. Aber wir überlegen uns wirklich ernsthaft, das im Sommer wegzubringen. Aber ist mit einem Umbau verbunden und den wird es erst in 2 Jahren geben wahrscheinlich. Aber was ich noch dazu sagen wollte, da ist, dass der Druck, und wie wir
sehr, sehr gutes Qualitätsmonitoring, weil der Erwin Berger bei Trigon gearbeitet hat und das selber mitentwickelt hat, dieses Qualitätsmonitoring. Und der Druck von den Konsumenten nach diesem Mittagsbuffet ist enorm. Und da braucht es wirklich viel, viel Kraft, Überzeugungsarbeit am Gast, um das wirklich wegzubringen. Dankeschön. Eine allerletzte Frage. Eine Frage habe ich keine. Ich kann alle gratulieren, dass so super Beispiele aufgezeigt worden sind. Aus dem heraus kann man sagen, es funktioniert. Die Leute, die das annehmen, haben es kapiert. Wenn man Zukunftsforscher glauben kann, dann sind es in etwa 20%, die momentan kapieren und auch bezahlen. 20% kapieren und bezahlen nicht und 60% kapieren nicht und zahlen auch nicht. Jetzt geht es darum, wie gewinnen wir die übrigen 80%? Nach dem Statement, die vorletzte Frage. Ganz kurz, erstens einmal, ich finde es großartig, Käseladen, oder ich nenne es Vorträge, wenn ihr Asiaten habt, die sich für hochwertigste und teure österreichische Lebensmittel interessieren. Also ich sehe das positiv, wenn es da ja auch Ausflugstourismus gibt. Falsch kommuniziert. Ich wollte nur das Beispiel bringen, dass Asiaten, glaube ich, oft einmal in den Alpenraum kommen. Also wir haben keine Asiaten, die wollen den Kars nicht so gern. Mir hätte es taugt. Aber zwei kurze Fragen noch. Zum einen, Thomas, wir haben ja gestern, wie wir gesprochen haben, weil ich sehe heute so die Metro als irgendwo als total negativ besetzt. Du hast ja gestern erzählt, du bist bei einem Projekt drinnen im Lungau und das Fleisch, das dort produziert wird, wird über die Metro verkauft, oder? Die erste Frage und die zweite Frage vielleicht zum Herrn Grösswang noch. Ihr seid ja auch bei einem Projekt mit dem Almland irgendwie verbandelt. Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu? Ja, zum einen muss ich immer sagen, falls von mir das kommuniziert wurde, Metro ist negativ, so sehe ich es gar nicht. Ich behandle alle gleich. Mein Punkt ist nur, wenn man über sich selbst spricht, als österreichischer Familienbetrieb kann man es authentischer kommunizieren, dass man das verkauft. Das war für mich der Punkt, aber die Metro da gute Sachen. Und das steirische Almenland, das ist eher dadurch entstanden, dass damals der Schirnhofer, wie er in Insolvenz gegangen ist oder Sanierungsverwaltung gegangen ist, Erwin gesucht hat, deren unterstützt. Und wir haben schon jahrelang zusammengearbeitet gemeinsam und dann haben wir die Gastro-Schiene vom Schirnhofer übernommen, wo die ganze, die Marke Almo mit beinhaltet ist. Übrigens auch ein ganz gutes Beispiel wieder. Markt funktioniert bei Preisen, weil der Schirnhofer und der Spar matchen sie regelmäßig, wer den Almo bekommt und somit wird der Almo jedes Jahr teurer. Also auch da sieht man dann, wenn die Marke passt, wenn die Kommunikation dahinter passt, dann verdienen die Bauern Geld und glaube ich alle ein, zwei Jahre ist dort der Preis überdurchschnittlich angehoben worden im Vergleich zum normalen Rindfleischpreis. Ist das dahingehend beantwortet? Dann darf ich noch kurz ein Statement, weil ich angesprochen wurde, nachschießen. Und zwar, ich empfehle Ihnen mal das Projekt Reine Lungau anzuschauen im Internet. Der Christian Leb von der Salzburg Milch hat sich da wirklich was ausgerissen. Eine kleine regionale Milch im quasi Milchindustrie-Stil zu erzeugen. Das unterscheidet, das ist die Situation ein bisschen eine andere, wie ihr sie hier aufgrund eurer Innovationskraft habt. Und auch das wäre ein Weg. Das heißt, dass die Lebensmittelindustrie stärker auf die regionalen Bedürfnisse eingeht und dort eine stärkere Differenzierung vornimmt, um eben dem Tourismus da zu helfen. Wir haben, um das zurückzuspielen, gestern gesprochen, natürlich ist die Gmundner Molkerei eine hervorragende Molkerei und vielleicht ist es auch möglich, eine Wolfgangseer Milch zu machen, wenn euch das näher ist. Aber klar ist, die Produktionszyklen, gerade in der Milchwirtschaft, sind in der Regel ein bisschen größer, weil eben alle genau mit dem Sammeln kämpfen und einen Käse zu machen, das musst du halt erst einmal herbringen. Also es war jetzt nur als Statement zu verstehen. Schauen Sie sich das einmal an. Ich glaube, das könnte auch ein Weg sein. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten jetzt noch lange weiter diskutieren. Der harte Kern ist noch da. Wir sind ein bisschen in Zeitverzug. Ich sage einmal herzlichen Dank für die Vorträge und schlage gleichzeitig vor, dass wir im Programm weitergehen.